Kommen wir nun zum Schluss also zu den literarischen Formen des Barocks. Nochmal zusammenfassen mit kurzen Erklärungen dazu, was es eigentlich genau ist. Zuerst haben wir das Sonett. Und das Sonett ist eine Lyrikform, also eine Gedichtform, Lyrikform mit 14 Zeilen. Und diese 14 Zeilen sind immer zwei Quartette und zwei Terzette. Und Versform habe ich hier beim Sonett, ist immer der Alexandriner. Wenn das alles zutrifft, habe ich ganz, ganz sicher ein Sonett vorliegen. Und der bekannteste hier für Sonette im Barock war halt Andreas Gryphius. Als zweite literarische Form habe ich das Emblem. Das kann ich erkennen dadurch, dass es immer eine Zusammenfassung oder ein Zusammenspiel von Bild und Text ist. Deswegen heißt es dann auch Emblem. Und das habe ich immer, da habe ich immer drei Teile. Ich habe nämlich einmal die Überschrift. Das gehört damit zu. Dann habe ich das Motto, dann habe ich das Bild und ich habe die Bildunterschrift. Wenn ich das jetzt noch in Latein benennen möchte, habe ich hier die Inscriptio. Dann habe ich beim Bild das Pictura. Und die Bildunterschrift nennt sich dann Subscriptio. Das sind die drei Themen oder die drei Sachen, die ich haben muss, um ein Emblem zu haben. Das, die nächste literarische Form, charakteristisch für den Barock, nennt sich Epigramm. Und das Epigramm ist eine lustige literarische Kurzform. Also lustige literarische Kurzform, die in Versen geschrieben ist. Und da haben wir der wichtigste, der da im Barock vorherrschend war, nennt sich Angelus Silesius. Ich schreibe es nochmal mit auf. Angelus Silesius, der den cherubinischen Wandersmann geschrieben hat. Angelus Silius. Das reicht, wenn ihr euch das merkt. Der hat halt viele Sachen, unter anderem den cherubinischen Wandersmann, als in Form des Epigramms verfasst. Zwei literarische Formen habe ich noch für euch heute. Und zwar ist das einmal das Jesuitendrama und dann als letzte literarische Form die Schäferdichtung. Ich fange mal mit dem Jesuitendrama an. Und das heißt so, weil das Jesuitendrama eine Theaterform des Jesuitenordens war. Also wurden da meist biblische Stoffe, biblische Sachen damit, befasste sich das Jesuitendrama damit meistens. Und der Hauptvertreter hier heißt Jakob Biedermann. Ich schreibe das sonst immer mit IE, das wird aber nur mit einem E geschrieben. Biedermann. Und das Jesuitendrama hier, da haben wir das Bindeglied zwischen dem lateinischen Humanismus-Drama zwischen, weil man, das ist nicht Versus, sondern Plus, weil es ist ja ein Bindeglied, das Jesuitendrama. Es steht also dazwischen, zwischen dem lateinischen Humanisten, jetzt habe ich Humanismus geschrieben, oh Mann, Leute, sorry, Humanisten. Das lateinische Humanistendrama und dem barocken Trauerspiel. Dazwischen steht halt das Jesuitendrama und verbindet die beiden Sachen halt miteinander, weil es nicht wirklich das eine und nicht das andere ist. Zum Schluss jetzt noch die Schäferdichtung als letzte literarische Form des Barocks. Und die Schäferdichtung darf auf keinen Fall mit dem Schäferroman verglichen werden, wo es um persönliche Liebestragödie, Liebesgeschichten geht. Die Schäferdichtung ist eine Dichtungsform, die ein unwirkliches Bild, das ist ganz wichtig, dass es unwirklich ist, vom Leben eines Hirten. Und das kann man sich super merken, weil ein Hirt ist ja ein Schäfer, deswegen kann man gut die Verbindung
ziehen, dass eine Schäferdichtung und unwirkliche Darstellung vom Leben eines Hirten ist. Diese Form gab es schon im 3. Jahrhundert vor Christi, wurde in Deutschland aber erst in der Barockzeit angewendet. So viel zu den literarischen Formen des Barocks, also Sonett, Emblem, Epigramm, Jesuitendrama und die Schäferdichtung. Wenn ihr euch die fünf gut merken könnt, seid ihr auf jeden Fall gut dabei, wenn es darum geht, barocke literarische Formen zu erkennen.